Hey Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Sword Art Online Holorealization. Ja, wir erkunden den zweiten DLC zusammen, The Turner of the Castle Lutti. Den schauen wir uns hier zusammen an und auf der Karte seht ihr schon, wo unser nächstes Ziel ist. Wir sind auf der Suche nach Tier, wie eigentlich immer. Ja, die Monster sind hier ziemlich bösartig und ziemlich stark. Ihr solltet hier aufpassen, falls ihr im ersten DLC schon Probleme hattet, dann werdet ihr auch schon im zweiten DLC das ein oder andere Problemchen haben. Genauso wie der Flui. Ja, ich laufe hier natürlich einfach nur durch. Ich lege mich jetzt hier nicht unbedingt groß mit den Monstern an, weil wir schon in der letzten Folge gesehen haben, dass ich ziemlich oft das Maul kriege, wenn ich mich mit diesen Monstern hier anlege, besonders wenn sie auf Level 94 sind und mich schon auf Level 82 im Grunde komplett zerstückelt hätten fast. Ja, ich würde sagen, wir nutzen mal unseren neuen Detektor-Skill. Den aktiviere ich jetzt mal. Okay, interessante Falterchen, die gruselig aussehen, die ignoriere ich natürlich, denn wir wollen der Story folgen. Es ist übrigens die zweite Folge von drei Folgen von Sword Art Online Holorealization, dem zweiten DLC. Ja, ist mir doch egal. Ich möchte die Quest nicht machen, lasst mich doch in Ruhe. Auf jeden Fall, nächste Woche gibt es dann noch ein weiteres Video, also jede Woche ein Video zum zweiten DLC. Insgesamt, wie ich schon sagte, drei Videos zum zweiten DLC. Auf jeden Fall wollen wir jetzt weiter mit der Story machen.間違いないわ。ティアのことを目撃したっていう人たちね。でもどうしよう。ティアちゃんの姿がないよ。話を聞いてみよう。はい。チャンスだと思ったのによ。もうこの辺りにはいなさそうだな。あの、すいません。あ、俺たちか?あんたたちがここに走っていくのを見かけたんだけど。 何があったんだ?レアモブだよ。仮面をつけたNPCって知ってるだろ?この辺りで見かけたって情報があったから急いで来たんだけど、逃げられたみたいでさ。どんだけレアキャラなんだって感じだよ。もう行こうぜ。はぁ。とりあえず、ティアちゃんは無事みたいですね。それにしても、あのレアモブって呼び方はどうにかならないのかしら? 本当ですね。あれでまた興味を持つプレイヤーが増えちゃうと思います。全くもって嬉しくない注目のされ方よね。でもこれで一つはっきりしたことがあるわね。ティアもこのフィールドに来ている。なあ、きっとここでもプレイヤーに混じって攻略を進めているはずだ。なら私たちも攻略を進めるだけだね。早くティアちゃんに会って 何が起きているのか話を聞かないと。プレミアちゃんだけじゃなく、ティアちゃんのためにも。そうだな。よし、攻略を続けよう。 Ja, suchen wir einfach mal weiter. Wo sollen wir jetzt als nächstes hin? Da schauen wir einfach mal auf die Karte. Wird uns das wahrscheinlich sagen. Okay. Ziemlich weit müssen wir da laufen. Aber ich hoffe, wir schaffen das bis dorthin. Ich hoffe nicht, dass ich irgendwelche Monster besiegen muss, was für mich ziemlich doof wäre, was ja dann später im zweiten DLC der Fall war. Und, oh, das sieht ziemlich interessant aus, so eine Eisburg, um es im ersten Moment zu beschreiben. Aber wir schauen einfach mal selbst hinein. Klar, vom Designtechnik sieht der DLC wieder richtig schön aus. Eisgebiete sehen eigentlich immer ganz schön aus. Auch wenn ich persönlich Wüstengebiete noch ein bisschen mehr mag. Aber auch Eisgebiete sehen natürlich auch immer schön aus. Ich denke mal, das beste Beispiel ist dabei The Legend of the Twilight Princess. Das hat immer noch aus meiner Sicht das beste Eis-Level-Welt-Dungeon-Ding of all time. Aber doch, das sieht hier auch schon nicht schlecht aus. Was? Es gibt drei Eingänge? Wir befinden uns jetzt hier und wir müssen da oben hoch. Frag mich aber nicht, wie wir da hinkommen. Wir gucken jetzt einfach mal hier weiter. Und drehen unsere Runde.
Ich erkenne jetzt im ersten Moment noch nicht, wie wir da ins andere Gebiet reinkommen sollen. Oder müssen wir hier irgendwas aktivieren? Auf jeden Fall scheint da irgendwas zu sein. Aktion. Wir müssen hier durch, wenn wir das nächste Gebiet erreichen wollen. Hey, ich habe einen Tipp für euch. Ich habe gehört, dass man ein bestimmtes Monster erlegen muss, damit man weiter kann. Doch dieses Monster ist anscheinend ein unsichtbares. Ich kann nicht bekämpfen, was ich nicht sehe. Vielleicht hilft der Skill, den dir von der Göttin-Statue lernen. Oh, wie ich sehe, hast du bereits den erforderlichen Skill erlernt. Das spart dir Zeit. Spüre mit diesem Monster auf und versohle es dem Hintern. Oder versohle ihm den Hintern. Das wird das nächste Gebiet öffnen. Danke für deinen Tipp. Hey, nicht der Rede wert. Finden wir unsichtbare Questmonster? Machen das. In Ordnung. Suchen wir das Monster. Ordnungsskill, finde den unsichtbaren Feind, aber in gesichteten Dungeons funktioniert er nicht. Durchsuche mit dem Ordnungsskill diesen Dungeon und finde unsichtbare Feinde. Das heißt, wir müssen kämpfen. Hallo? Was soll denn das jetzt wieder? Ich will das ja auch nicht anquatschen. Ich muss aber die gleiche Taste benutzen, um meinen Skill einzusetzen, du blödes Spiel. Oh, Level 117, seid ihr bekloppt? Ja, super, mein Skill ist natürlich jetzt gerade ausgerechnet jetzt aus. Das Schöne ist, dass es immer mehrere Monster sind. So, dass man natürlich immer schön auf die Fresse platzieren muss. Aber okay, obwohl die so hoch sind. Nein. Ich brauche jetzt erstmal ein bisschen mehr. Natürlich bin ich instant eingefroren. Das ist lächerlich. Geht doch einfach mal sterben. Oh, warum kann der mich instant freezen? Ist doch zum Kotzen. Den heil dich, Rain. Ja, und zack, ist er wieder tot. Warum? Weil sich die Charaktere ja nicht heilen können. Weil sie zu dumm dafür sind. Warum kann er mich denn instant freezen? Er kann mich in meinem Skill wieder umbringen. Ist klar. Das ist halt diese lame Kacke, dass die Gegner im Grunde alles dürfen und du im Grunde nichts. Das nervt mich in dem Spiel so sehr. Warum hat sich jetzt die Musik verändert? Ich weiß es nicht. Steh wieder auf und heil dich. Und ich greif nicht ständig instant an. Mach das. Und mach nicht irgendwelche immer dämlichen Sachen und greif nicht ständig immer wieder an, ey. Das ist was Dämliches einfach nur. Wieso kann der mich denn instant wieder freezen? Das ist so ein Quatsch einfach nur. Hier, er kann mich freezen und ich kann jetzt nichts mehr tun. Warum? Weil das Spiel geglitscht ist wieder. Das ist ein Schwachsinn einfach nur. Und Arsene, du sollst dich heilen, habe ich gesagt. Mann. Dann wundern sie sich, warum sie sterben. Sorry, aber das was nervt einfach nur. Da. So, sichtbar. Ja, natürlich. Und er kann alle wieder One-Hit-KO. Natürlich. Legend und ich kann mich natürlich nicht heilen, weil es einfach keine Heilskills in dem Spiel gibt. Den einzigen Heilskill, den es in dem Spiel gibt, ist der letzte Müll. Sorry, dass ich ausraste, aber es ist halt nervig. Ja, und wieder alle tot. Und der kann natürlich instant Bomben legen, die mich instant töten. Ja, natürlich. Ich kann auch nicht weglaufen. Warum? Weil es das Spiel nicht erlaubt. Und weil der Gegner kann sich instant wieder resetten. Wenn du 5 mm wieder wegläufst. Und Heiltränke, ach ja, Heiltränke gibt's ja in dem Spiel nicht. Braucht's ja nicht. Wofür denn? Ich lasse die Typen jetzt auch tot, weil die greifen mir ständig an.
Wetten, der kann mich auch wieder irgendwie sowas wie paralysieren. Ja, jetzt wollte ich wieder meinen Skill einsetzen, aber das Spiel dachte jetzt, ach ja, stimmt, der wollte ja jetzt bestimmt seinen Charakter heilen. Ach ja. Rain ist wiederbelebt. Juhu. Heilen. Ja, heilen. Lilia. Asna. Asna, es ist kein Heilen. Und ich kann dich nicht heilen, weil dieser blöde Skill ja 5000 Jahre braucht, um endlich sich zu wieder reaktivieren. Sorry, aber teilweise nervt das Spiel halt. So, jetzt müssen wir erstmal wieder 20 Sekunden warten, weil vorher können wir halt den Chaos Reactor Skill da nicht einsetzen. Sorry, dass ich hier so ein bisschen rage, aber ist halt teilweise lame, das Spiel. Weil du halt einfach verarscht wirst. Hier sehe ich keine unsichtbaren Monster. Oder war das vielleicht der, den ich besiegen musste, den ich da besiegt habe? Ich weiß es nicht. Na ja, komm, wir kämpfen jetzt erstmal gegen den da. Der stinkt. Stinkt's auch. Das ist ein Sturzwitze. Ach ja, stimmt. Die können ja diese behinderten Angriffe, wo deine Steuerung komplett für den Arsch ist. Und in dem Spiel gibt es ja kein automatisches Anvisieren. Also ich sehe jetzt hier kein weiteres unsichtbareres Monster außer das, was ich halt besiegt habe. Guck mal. Achso, okay, jetzt geht es tatsächlich weiter. Also das war das einzige unsichtbare Monster, was ich da besiegen musste. Ach du Scheibenkleister, was es hier auch für, wieder für Monster gibt, ne? I cannot believe the shit. Wahrscheinlich muss ich wieder ein unsichtbares Monster besiegen. Ich ignoriere jetzt auch tatsächlich alle Gegner, bis halt auf die Unsichtbaren. Und dann läuft der Flug erstmal in die verkehrte Richtung. Gegen die Slimies kämpfe ich schon mal so gar nicht. Der will 105, weißt du. Wirklich, wirklich, wirklich Bandai. Das Problem ist, dass du sie nicht wie in Holofragment weglocken kannst, die Gegner. Weil sie halt einfach in dem Raum bleiben. Also in Holofragment kannst du ja die Gegner anvisieren und dann laufen sie dir hinterher. Dann kannst du sie richtig schön töten, aber in dem Spiel ist es ja nicht möglich. So, erstmal wieder die AP voll heilen. Jetzt Angriff. Ah, ihr seht, wie wenig ich Schaden mache und wie viel Schaden der wieder macht. Ne? Also, ist halt schon lame, ne? Und das, was ich hier drücke, ist ja so ein bisschen. Egal. Ja, hier muss ich also tatsächlich auch wieder ein unsichtbares Monster besiegen. Das Problem ist, ich kann ja auch nicht irgendwie wegrennen oder sowas. Mich an andere Orte pointen, ne?
Nee, der bleibt ja einfach konstant in seinem Raum drin. Und die Vergiftung, seht ihr, wie lange die hier drin ist, ne? Yeah, das ist so lächerlich. Er greift mich nicht mal an und kann mich umbringen. Das ist halt schon lächerlich. Er greift mich gar nicht an und kann mich töten. Er schaut mal jetzt nur auf meine KP-Leiste. Ja, macht nur das und kann mich halt instant one-hitten. Ich finde das halt schon echt lächerlich, vor allem weil ich halt keine Tränke bekomme. Jetzt muss ich zum Beispiel noch 5 Sekunden warten, bis es halt einfach mal voll gefüllt ist. Das halt auch wieder eine Ewigkeit dauern kann und die KP, die ich da halt zurückbekomme, sind halt... Das ist nichts. Nix. Rein theoretisch muss ich nochmal 25 Sekunden warten. Charaktere heilen kann ich auch nicht, weil der so overpowered ist. Hier seht ihr, ich mach gar nichts. Und er kann mich halt instant one-hitten. Ja, kann ich wieder nicht weglaufen. Auch seine Reichweite ist total lächerlich. Es ist ja auch nicht so, als könnte ich wegrennen. Das ist nämlich das Problem in dem Spiel, dass du nicht wegrennen kannst. Dadurch, dass die Typen ja tot bleiben. Weil wenn du einmal ein Monster angegriffen hast, bleiben die drauf. Es ist nicht so, als könntest du jetzt sagen, ach komm, jetzt ignoriere ich den Gegner und greife jetzt irgendein anderes Monster an. Nee, wenn die... Ja, toll, jetzt ist nämlich hier das Monster. Als ich besiegen muss, das Problem ist nur, ich bin halt fast tot. Und ich werde das auch nicht alleine schaffen hier. Weil da halt 5 Monster wieder sind. Ich besiegen muss. Es ist nicht so, als könnte ich sie besiegen. Nein, ich muss sie bezwingen. Und Kirito greift natürlich auch wieder den falschen Gegner an. Ich werde jetzt auch hier wieder sterben. Und kann nichts dagegen tun. Weil man einfach keine Ausrüstung in dem Spiel bekommt, die einen irgendwie hilft. Und siehst du, jetzt bin ich auch wieder tot. Jetzt ist es wahrscheinlich auch so wieder, dass es komplett alles, was ich in dem Spiel gemacht habe, resettet wird. Und ich darf einfach wieder von null anfangen. Also die Monster, die ich gerade besiegt habe, darf ich halt einfach alle nochmal besiegen. Und ihr habt ja gerade gesehen, die einen oder anderen starken Monster habe ich besiegt. Das Problem ist, dem Spiel interessiert es halt nicht. Ich bekomme halt keine EP dafür. Beziehungsweise die EP, die ich bekomme, sind einfach nur der letzte Müll, um es mal so auszudrücken. Sorry, dass ich über das Spiel wieder rage, aber das ist halt einfach aus meiner Sicht schlecht programmiert. Ich weiß, ich rage viel über das Spiel, aber ich bin der Meinung, dass es berechtigt, weil das Spiel es nicht anders verdient hat, weil das ist halt einfach nur lächerlich. Weil du halt einfach in dem Spiel keine Ausrüstung bekommst, die dir irgendwie in irgendwelchen Ansätzen hilft. Und dass die Charaktere halt einfach zu dumm sind und die Befehle auszuführen, die du sie befiehlst, um es mal so auszudrücken. Deswegen habe ich auch nur gesagt, 3 Folgen mache ich mit diesem DLC und ja, ihr seht es ja, weil ich sehe auch es nicht ein, hier 80 Stunden für das Spiel zu sitzen und irgendwie ein Level dafür bekommen. Dafür ist das Level-System einfach zu bescheuert. Muss ich halt einfach mal sagen, das Level-System ist bescheuert. Könnt ihr ja nicht sagen, was ihr wollt. Ich finde das Level-System einfach nur bescheuert. Dumm, blöd, trotzdem nicht. Hier zum Beispiel ist Philia schön vergiftet und jetzt hat sich das anscheinend auch irgendwie alles wieder resettet, warum auch immer. Ist ja nicht so, als könnte man hier schneller laufen. Nö, da muss man ja irgendwas Dummes machen. Ja, zum Beispiel hier haben mich die Monster gefunden. Und die mich halt erstmal angesehen haben. Kommen die jetzt sterben. So. Den Schaden, die Gegner auch machen, das ist so unfassbar. Die können mich halt mit einer Attacke instant one-hitten. Yeah. Aber vor allem, wie kurz die Nachricht da drin steht, ne? Dass der Teleporterkreis jetzt aktiviert wurde, ja. Irgendwie so 5 Sekunden, ne? Ich glaube, länger war es nicht, ne? 5 Sekunden ungefähr. Mehr würde ich jetzt nicht schätzen. Ja, wow. Wo ist jetzt der Teleporterkreis? Auf der anderen Seite was? Sag's mir doch. Ich ignoriere jetzt auch die Gegner wieder. Weil ich halt die Gegnerkämpfe lame finde. Ihr seht ja auch, wie viel
EP ich jetzt dafür bekommen habe, für das Monster, was gerade irgendwie mich fast gewonnen hat. Vor allem diese Slimes, die können halt dich töten, obwohl sie dich gar nicht angreifen. Das ist so lame, weil die Vergiftung einfach in dem Spiel ein bisschen brutal ist und heilen kannst du sie ja nicht. Dafür müsstest du ja Items kaufen, die eigentlich im Grunde nichts bringen. Ich habe ja schon öfters gesagt, dass die Heil-Items so ein bisschen, ja, nicht vorhanden sind. Hä, ist das das Teleporter-Kristall oder? Ich weiß nicht. Was sind das? Auf jeden Fall ist da irgendwas. Dieser Ort scheint völlig anders zu sein als die anderen Gebiete. Irgendwas daran stört mich, aber Tier zu finden hat Vorrang. Was? Was laberst du? Da ist der Teleportkristall. Aktivier den. Dafür habe ich doch das Monster besiegt, du Trottel. Das ist doch der Teleportor, was ich da aktiviert habe. Warum benutzt er es jetzt nicht? Ich verstehe es nicht. Auch nichts. Willst du mich verarschen, Spiel? Da stand... Hier, guck mal an. Er hat einen Angriff gemacht, hat mich instant gewonnen-hittet. Yay. Das Problem ist, dass die Monster mich auch nicht in Ruhe lassen. Also irgendwo muss hier noch ein unsichtbarer Gegner sein. Hier irgendwas gesehen. Das Problem ist, ich kann aber nicht erkunden, weil mich die Monster nicht in Ruhe lassen. Und die Monster halt einfach too much over level sind. Stand da was, dass ich irgendwas am Teleportteil irgendwas aktiviert habe? Ja, hier, toll, da ist es. Aber das Problem ist, sind 5000 Menschen, Mann. 5000 Viecher, die ich erstmal umlegen muss. Und das Problem ist, dass sie mich one-hitten können. Danke, Spiel, für nichts. Guck mal, wie viel ich Schaden da anrichte. Das ist irre. Das ist einfach nur irre. Das kann mir kein Schwein erzählen, dass es nicht beschiss ist. Hier, ich bin auch instant wieder tot. Ich kann mich nicht mehr heilen, weil 5000 Monster mich anvisiert haben. Das ist so beschiss, Mann. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass das nicht der letzte Müll ist. Hier, zwei Charaktere sind wieder tot. Und den Schaden, den ich anrichte, ist einfach nur Müll. Den Schaden, den die anrichten, die können mich halt instant one-hitten. Und zack, wieder tot. Ach ja. Das Spiel ist auch so gut programmiert. Besonders, weil die High-Items mir so viel bringen. Hust, hust, hust. Da steht was von 100% und dann kriegst du nur 2% drauf. Yay. Natürlich, das Spiel ist gut programmiert. Hust, hust. So, jetzt muss er erstmal 20 Sekunden warten, weil es halt einfach nur ein Heißkill gibt und der Gegner mich halt nicht in Ruhe lassen kann und ich halt ihm nicht flüchten kann, weil 5000 andere Monster auf mich warten und ich keine Items aufnehmen kann, weil es verbuggt ist. Juhu! Ein tolles Spiel, das da Bandai Namco rausgehauen hat. Wo ein Levelsystem dümmer ist als die Polizei. Ja, ich reg mich sehr oft über das Spiel auf, aber ich bin der Meinung, es ist auch gerechtfertigt. Mal guckt euch mal an, wie viel Schaden ich ihm mache und wie viel Schaden er mir macht. Er kann auch meinen Skill instant abbrechen, ich ihn nicht. Er hat auch ein bisschen was mit Fairness zu tun, finde ich. Und das Problem ist, wenn ich die Monster nicht schnell genug besiege, können sie sich resetten. Resetting ist auch immer so das geilste Feature im Videospiel. Resetting ist so göttlich, so richtig geil. Jeder Programmierer, der Resetting sich einfallen lassen hat, der wird einfach nur verprügelt. Weil du irgendwelche Stunden an Stunden ein Monster besiegt hast. Ja, jetzt bin ich natürlich auch paralysiert und die Paralyse kann ich natürlich nicht aufheben, weil es nicht die Möglichkeit gibt, sowas zu heilen. Beziehungsweise Items, die einfach nur schwachsinnig sind. Ja, hier kann er mich auch wieder instant one-hitten, ne?
kann mich ja nicht irgendwie heilen oder einen Heilskill verwenden, der mich irgendwie irgendwas bringt, ne? Ach ja, ist das geil. Wie gesagt, der Heilskill, den ist, ich finde den einfach nur lame, ne? Weil das ist für mich kein Highskill, das ist einfach nur Beschiss. Und das Resetting der Gegner ist halt einfach nur pervers. Du besiegst irgendwie Monster nach 5 Stunden, 2 Sekunden später ist halt er wieder zurück. Ja, kann mich natürlich wieder nicht angreifen, weil paralysiert, ne? Ja, was soll das? Warum bin ich jetzt da ständig am Boden? Das ist so lame. Ja, das Heilen, das dauert halt auch Ewigkeiten und bringt mir halt nichts, weil Asna sich halt so wieder sofort umbringt, weil sie nicht meine Befehle befolgt, die ich so anweise. Hilf mir jetzt mal, Asna. Ja, ich kann ja halt nicht ausweichen wegen dieser Kacke! Mann, ey, wenn es wenigstens auch Heil-Items geben würde, die mir irgendwas bringen würden und nicht irgendwie mich ständig nur behindern würden. Heilt euch auch mal. Wäre auch schön, wenn ihr mir mal helfen würdet. Jetzt muss ich wieder 30 Sekunden warten, Alter. Ist ja nicht so, als könntest du das im Online-Modus hier machen. Das ist Quatsch. Nö, Story-Modus ist ja halt nur... Ne? Ab. Gut, dass die jetzt wieder heile sind. Ach ja, aber die sterben halt in Serie. Ihr seht's halt, die können halt einzige Attacke überleben und dann sind sie halt wieder tot, ne? Ach ja. Es ist übrigens nur so mal zur Anmerkung, ich muss diesen Gegner eigentlich nicht besiegen, ich muss nur dieses andere Vieh besiegen. Das Problem ist, das Monster lässt mich halt nicht in Ruhe. Und ich habe es noch nicht mal auf die Hälfte runtergeknallt und das wird in 5 Sekunden dann auch wieder respawnen, weil das Respawning halt Schiss ist. Ja, er kann mich instant wieder betäuben, es ist lame. Es ist lame. Er kann mich instant betäuben. Also wenn ihr mir erzählen wollt, dass das Spiel gut ist, dann könnt ihr eurer Oma erzählen, ganz ehrlich. Ich habe vor kurzem Zelda Breath of the Wild durchgespielt. Das ist gut gewesen, aber das hier ist einfach nur Schwachsinn. Wo ich einfach nur irgendwie 5 Stunden brauche für einen stinknormalen Gegner, der nichts kann, der nicht mal irgendwas mit dem Spiel zu tun hat. Und den muss ich besiegen, weil die Monster mich halt nicht in Ruhe lassen. Weil ich das Monster, was ich besiegen muss, was einfach noch mehr länger dauert, nicht besiegen darf. Weil der Gegner halt im Weg steht und mich nicht in Ruhe lässt. Ja, jetzt wollte ich ihn angreifen, er kann sich aber wegteleportieren. Hm? Genial, super. Ja, das... Ich hab dafür auch keine Worte, Mann. Hätten sie wenigstens nicht die Level ein bisschen runtersetzen können oder das Level-System? Hier, guck mal. Ich habe jetzt gerade... Ich habe nicht mal 100 EP bekommen dafür, dass ich den Gegner besiegt habe. Habt gesehen, wie stark der gerade war. Und ich habe nicht mal 100 bekommen. Ihr habt gerade gesehen, wie lange ich dafür gekämpft habe. Ich habe nicht mal 100 EP bekommen. Für einen Kampf, der irgendwie... Keine Ahnung, wie lange der da gedauert hat. Irgendwie so 20 Minuten? Oder so. Ein Kampf, der 20 Minuten gedauert hat, habe ich nicht mal 100 EP bekommen. Danke.
So, jetzt mal kurz heilen. Ich wette, wenn ich das Monster besiegt habe, kommt der andere wieder zurückgespawnt. Oh, ja, natürlich. Habt ihr gesehen, jetzt hat er sich wieder wegteleportiert und kann mich wieder mit einer Attacke one-hitten. Yay! Er hat sich wieder wegbewegt, ich kotze. Ah, er ist jetzt gleich tot, komm. Und wenn ich diesen unsichtbaren Gegner besiegt habe, wer sagt mir das Spiel? Nee, 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 das geht nicht. Nee, es geht nicht. Du musst doch mal andere Monster besiegen. Dann, ich sag euch, dann reiße ich das Spiel auseinander. Dann reiße ich dieses Spiel auseinander. Wenn das Spiel sagt, nö, ich muss noch mal 5 Monster irgendwie besiegen. Dann reiße ich dieses Spiel auseinander. Mache ich dieses komplette Spiel kaputt. Jetzt geh da einfach mal sterben, Mann. Und teleportiere nicht immer weg, Mann. Okay, ein Gegner haben wir besiegt. Bleibt noch ein anderer übrig. So, jetzt erstmal heilen. Auf zur nächsten Runde. Warum bin ich paralysiert, Mann? Wollen die mir jetzt tatsächlich ernsthaft sagen? Will mir Bandai Namco ernsthaft sagen, dass dieser Gegner mehrere Leisten hat? Will mir Bandai Namco damit sagen? Seht ihr das? Der Gegner hat mehrere Leisten. Er hat nicht eine Leiste. Nein, er hat 5. Irgendwie so. Schön. Und killt mich One-Hit. Super. Und er killt meine Charaktere einfach One-Hit. Super. Genial. Ja, ist möglich, ne? Guck mal, wie viel Schaden ich mache. Also, der Schaden ist schon ultimativ, ne? Also, dufte also. Ich werde mich jetzt aber nicht versuchen zu heilen, weil ich sterbe ja sowieso. Den Gegner muss ich besiegen, Leute. Den Gegner muss ich besiegen. Ich kann nicht sagen, ah, ja, nee, auf den Gegner habe ich jetzt keine Lust. Nein, ich werde dazu gezwungen. In der nächsten Folge gucken wir uns das andere Gebiet an, weil ich kann das nicht schaffen, weil es einfach nur ein Beschiss ist. Bis dahin und ciao.